der Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der es ausprobiert und ziemlich schnell kapiert. Der die Welt bereist und ganz schön Mut beweist. Das ist Julian, checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der gerne schlemmt und auch mal verpennt. Der fast immer lacht und auch gern mal Unsinn macht. Das ist Julian, checker Julian, checker Julian. Hey Leute, heute geht's um kleine Wundermaschinen. Hey, nee, doch nicht um solche Maschinen. Heute geht's um die kleinen Spezialmaschinen, die in unserem Körper drin arbeiten. Heute geht's um Organe. Wow. Könnt ihr das bitte wieder wegmachen? Danke. Unser Körper ist ein echtes Wunderwerk. Damit wir das alles machen können, arbeiten in uns drin ausgeklügelte Spezialmaschinen, die Organe. Wie die Maschinen hinter mir, haben auch die Organe ganz unterschiedliche Aufgaben. Mehr noch, alle spielen wie ein Orchester perfekt zusammen. Zu den Organen gehören zum Beispiel unsere Knochen. Sie stützen unseren Körper zusammen mit den Muskeln. Durch die können wir uns bewegen. Hier oben sitzt unsere Schallzentrale, das Gehirn. Das steuert alles in uns und ist über die 5 Sinnesorgane mit der Außenwelt verbunden. Also über die Augen, den Mund und den Geschmackssinn, die Ohren, die Nase und die Haut. Viele Organe sind hier drin versteckt. Zum Beispiel die, die unser Essen verdauen. Oder die Lunge, mit der wir atmen. Und das Herz, das pumpt Blut durch unseren Körper. Das können wir sogar fühlen, wenn wir uns beim Sport anstrengen oder wenn wir vor Aufregung so richtig Herzklopfen kriegen. Leute, ich gucke mir heute ein paar Organe etwas genauer an und werde selbst auf Herz und Nieren geprüft. Und vor allem checke ich, wie unsere Organe perfekt zusammenarbeiten. Bei uns Menschen und auch bei den Tieren. Und ich finde raus, wie sich das Leben verändert, wenn plötzlich ein Organ nicht mehr richtig funktioniert. Also, spitz die Ohren und Hand aufs Herz. Hier kommt der Organe-Check. Und jetzt die Checker-Fragen. Hab sie. Und? Ein paar Organe habe ich auch gefunden. Wie atmen wir? Wie funktioniert das Herz? Und was ist eine Organspende? Das check ich für euch. Meine erste Station ist das Klinikum rechts der Isar. Das ist ein riesiges Krankenhaus mitten in München. Hier will ich checken, wie mein Körper von innen aussieht. Aber wo muss ich hier eigentlich hin? Ah, zur Ärztin Anna, na klar. Sie bringt mich zu einer Maschine, die meine inneren Organe sichtbar macht. So, Julian, und jetzt schauen wir uns deinen Körper von innen an. Ich bin mal gespannt. Das machen wir im MRT. Hallo? Dabei hallo, hilft uns die Martina. MRT heißt Magnetresonanztomograph. Dieses super komplizierte Gerät kann mit Hilfe von Magneten in mich reingucken. Die haben so eine Power, dass sie alles aus Metall zu sich heranziehen. So wie hier meine Gürtelschnalle. Die Kamera muss jetzt leider draußen bleiben. Und für mich geht's ab in die Röhre. Damit die Bilder gut werden, darf ich mich 30 Minuten lang nicht bewegen. So Leute, die Bilder vom MRT sind fertig und ich präsentiere mich von innen. Das ist ja echt krass, dass man da überall mich reinschauen kann. Das ist ja auch ganz schön dicht gedrängt. Sind das jetzt alles meine Organe da drin? Ja, Julian, das sind all deine Organe. Krass. Und was ist jetzt zum Beispiel das Dunkle da? Das Dunkle ist deine Lunge. Ah, mit der atmen wir, ne? Mit der atmest du und okay. So kommt die Luft in deinen Körper. Boah, das sind auch wie so Adern oder sowas. Hier geht die Luft durch. Boah, und mein Skelett kann man hier auch sehen, ne? Das ist deine Wirbelsäule. Okay, das heißt, da ist mein ganzer Körper dran aufgehängt. Genau. Und da ist hier sowas. Was ist das denn? So hell. Das ist dein Herz. Dort wird das ganze Blut durch den Körper befördert und gelangt so in all die Organe. Krass, und hier kann man mein Gehirn sehen. Genau, dein Gehirn ist die Schallzentrale von deinem Körper. Okay. Die produziert all deine Gedanken und deine Gefühle und steuert deinen Körper. Jetzt zeigt mir Anna noch die Nieren. Die gibt's im Doppelpack. Sie reinigen das Blut von Schadstoffen. Und das hier ist die Leber. Die wandelt zum Beispiel giftige Stoffe in harmlose um. Und den hier kennt ihr sicher. Das ist der Magen. Da kommt das zerkaute Essen an. Also da ist jetzt meine Brezel, die ich jetzt gerade gegessen habe. Genau. Vom Magen geht das Frühstück in den Darm. Den siehst du hier. Überall. Ach, und das hier geht so richtig wie so eine Rutschbahn. Genau, wie eine lange Wurst ist das. Und die schwarzen Punkte. Das ist ganz viel Luft. Da sind ganz viele Pupse drin.
Nee, da habe ich so viele Pupse da im Darm. Das ist ein bisschen peinlich. Ja. Okay. Ich schaue da jetzt mal nicht hin. Hey. Kannst du auch dann Pipi sehen? Geht's ja. Auch? Hier, das Weiße, das ist deine Blase. Da ist der Pipi drin. Hey, da ist ja richtig viel drin hier. So, ihr habt's gesehen, ich muss jetzt wirklich dringend aufs Klo. Und für euch gibt's jetzt erstmal die Mitmachfrage. Wie oft schlägt das Herz eines Elefanten? A. 3-mal pro Minute. B. 30-mal pro Minute. Oder C. 300-mal pro Minute. Checkt mal, ob ihr die Antwort entdeckt. Die richtige Lösung gibt's zum Schluss. Weiter geht's mit Anna im Innenhof, an der frischen Luft, mit unserem Atemorgan, der Lunge. Okay, also, jetzt habe ich schon gelernt, die Lunge ist hier so, ne? Genau. Können wir auch mal hier dran machen. So. Genau, die sitzt hier unter dem Brustkorb. Der Brustkorb, der schützt die Lunge. Und was brauchen wir jetzt alles zum Atmen? Na, zum Atmen brauchen wir als erstes die Luft. Die Luft, die umgibt uns überall. Und da ist ein ganz wichtiger Stoff drin, und zwar der Sauerstoff. Warum ist denn der so wichtig? Na, der Sauerstoff, den atmen wir ein und den brauchen unsere Organe zum Arbeiten. Das heißt also, unser ganzer Körper braucht Sauerstoff, um zu funktionieren. Von innen sieht die Lunge aus wie ein umgedrehter Baum. Über den Mund und die Nase strömt die Luft zuerst durch die Luftröhre in die Äste und dann zu traubenförmigen Lungenbläschen. Von dort gelangt der Sauerstoff dann in den Körper. Ungefähr 300 Millionen solcher Bläschen sind in unserer Lunge. So, Zeit für die erste Checkerfrage. Wie atmen wir? Also machen wir einfach Mund auf, Luft rein oder wie funktioniert das? Nee, dabei braucht die Lunge Hilfe und zwar von den Muskeln. Und da gibt's ganz viele. Zum einen sitzen die Muskeln hier zwischen den Rippen und dann gibt's hier drunter einen ganz großen Muskel, das Zwerchfell. Okay. Und der liegt hier drunter und trennt den Brustkorb von der Bauchhöhle. Und der zieht sich zusammen, damit die Lunge sich ausbreiten kann, die Luft einströmen kann und dann beim Ausatmen die Luft wieder rausfließen kann. So Leute, ich bastel mir jetzt mein eigenes Lungen-Zwerchfell-Modell. Zuerst verbinden wir die Luftballons mit den Strohhalmen. Okay, also das hier sind jetzt unsere Lungenflügel und das ist unsere Luftröhre. Und das kommt jetzt in die Flasche rein und das dichten wir hier oben alles ab mit Knete. Und dann kommt noch der halbe Luftballon als Zwerchfell unten dran. Okay, also wenn ich jetzt das Zwerchfell nach unten ziehe, also das Zwerchfell anspanne, dann wird der Raum in der Flasche größer und unsere Luftballonlungen, die füllen sich. Also unser Lungenmodell atmet ein. Wenn sich das Zwerchfell jetzt wieder entspannt, dann wird der Raum in der Flasche auch wieder weniger und die Luft wird aus unseren Luftballonlungen rausgedrückt. Das heißt, unser Lungenmodell atmet aus. Und wie beim Einatmen das Zwerchfell wieder nach unten geht, könnt ihr selbst auch mal ausprobieren. Also legt mal eure Hand auf den Bauch, atmet ein. Jetzt drückt das Zwerchfell auf den Bauch drauf und er wölbt sich und ihr bekommt so eine kleine Kugel. Zum Atmen braucht die Lunge vor allem das Zwerchfell. Das zieht sich zusammen und entspannt sich wieder. So atmen wir ein und aus. Gecheckt. Jetzt will ich rausfinden, wie unser Hauptmotor, das Herz, funktioniert. Dazu bin ich mit Oberarzt Tarek verabredet. Mit ihm kläre ich meine zweite Checkerfrage. Wie funktioniert das Herz? Wie groß ist mein Herz eigentlich? Also die Regel sagt, Herz ist ungefähr so groß wie deine Faust. Echt? Das ist die also Regel, so. Genau. Ist eigentlich gar nicht so groß. Nein, ist nicht so groß, aber ist sehr, sehr kräftig. Es muss nämlich sehr häufig arbeiten. In einer Minute pumpt das Herz ungefähr 80 Mal und am Tag insgesamt über 100.000 Mal. Über 100.000 Mal? Mhm. Ist ja Wahnsinn, was das Herz für eine Arbeit leistet jeden Tag. Und das ja auch ein Leben lang, ne? Ja, das muss ja den ganzen Körper mit Blut versorgen, rund um die Uhr. Wie sieht es eigentlich aus? Weil man malt es ja immer wie so ein Herz, aber das sieht in echt nicht so aus, oder? Naja, also es kommt dem schon ganz ähnlich. Aha. Wenn man sich das Modell hier mal anschaut, dann sieht man, dass diese typische Herzform mit der Herzspitze und hier oben den zwei Ohren, würde ich mal sagen, ja, der tatsächlichen Herzform schon sehr nahe kommt. Jetzt zeigt mir Tarek, wie ich mein Herz sogar hören kann. Das geht mit dem Teil hier, einem Stethoskop. Jetzt müssen wir das mal hochheben. Dann muss man hochmachen. Und dann würde ich dir vielleicht
So, in der Richtung. So, hier? Jetzt musst du leise sein und dich konzentrieren. Oh, ich kann es hören. Krass. Ey, wenn man das so gut hören kann, dann probiere ich jetzt mal woanders zu hören. Ich habe ein bisschen Hunger. Genau. Okay, und die Lunge, kann man die auch hören? Du kannst die Lunge auch hören, wenn du hier oben hörst und dann vielleicht mal mit offenem Mund ein- und ausatmest. Da saust die Luft durch die Lunge. Das ist richtig, ja. Krass. Nochmal zum Herz. Was passiert da eigentlich, wenn mein Herz schlägt? Also, wenn das Herz schlägt, dann transportiert es Blut durch den Körper. Mhm. Man kann sich das vielleicht ganz gut so vorstellen, dass man das hier vergleicht mit so einem Blasebalg, den man zum Aufblasen einer Luftmatratze braucht. Okay. Der ist jetzt hier mit Luft gefüllt, aber beim Herzen wäre er mit Blut gefüllt. Mhm. Und die Aufgabe besteht darin, sich einmal zusammenzuziehen, also, und dann das Blut im Prinzip auszuwerfen und dann wieder sich mit Blut zu füllen. Ja, und dieser Kreislauf wiederholt sich im Prinzip die ganze Zeit, rund um die Uhr. Und damit? Das macht das Herz 70 Mal pro Minute. Es drückt das Blut raus und zieht das Blut wieder rein. Genau. Das Herz ist innen hohl. Es besteht aus den zwei Herzkammern und den zwei Vorhöfen. Über die Herzklappen, die sich wie Türen öffnen und schließen, fließt das Blut. Wenn das Herz sich zusammenzieht, wird das Blut durch die Klappen rausgedrückt, in so Art Rohre. Adern heißen die. Im Blut sind wichtige Stoffe, die alle Organe brauchen. Auch der lebenswichtige Sauerstoff, der über die Lungen in den Körper gelangt. Habt ihr ja vorhin schon gesehen. Die Adern, die das Blut vom Herzen wegbringen, heißen Arterien. Über sie kommt auch der Sauerstoff zu allen Stellen im Körper. Dort wird der Sauerstoff abgegeben. Die Adern, über die das Blut dann wieder zum Herzen zurückfließt, heißen Venen. Alle Adern zusammen sind mindestens 100.000 Kilometer lang. Das ist eine Strecke 2,5 Mal rund um die Erde. Mit Tareks Ultraschallgerät können wir jetzt sogar mein eigenes Herz schlagen sehen. Damit kannst du quasi in mich reinschauen. Ja, genau, in dein Herz reinschauen. Wow, da bewegt sich ja richtig was. Hier sieht man die linke Herzkammer und den linken Vorhof hier unten. Und hier die Herzklappe. Ach stimmt, das da geht auf und zu und dann geht da das Blut durch. Schaut mal ganz genau hin. Hier, das ist die Herzklappe, die wie eine Tür auf und zu geht. Wie viel Blut fließt denn da durch pro Herzschlag? Also für deine Körpergröße gesehen, ungefähr 70 Milliliter pro Schlag wird ausgeworfen. Pro Minute schlägt mein Herz etwa 70 bis 80 Mal. Dabei pumpt es meine gesamte Blutmenge durch den Körper. Das sind rund 6 Liter. Beim Sport schlägt das Herz noch schneller, denn die Organe und Muskeln brauchen jetzt noch mehr Sauerstoff zum Arbeiten. Wer regelmäßig Sport macht, kann das Herz trainieren. Das ist super wichtig, damit unser Körper gesund und fit bleibt. Profisportler haben daher meistens ein richtig kräftiges Herz. Mein eigenes Herz in meinem Körper schlagen zu sehen, das war richtig faszinierend. Vielen Dank. Ja, gerne. Das Herz ist ein großer Muskel und arbeitet wie eine Pumpe. Es verteilt das Blut im ganzen Körper. Gecheckt. Also ich weiß jetzt schon, wie das Herz und die Lunge von uns Menschen funktionieren. Im Augsburger Zoo soll mir Tierarzt Markus noch mehr über die Organe der Tiere verraten. Zuerst besuchen wir die Schildkröten. Hallo, liebe Schildkröten. Hallo, darf man die mal anfassen? Ja, kannst ruhig mal drauf fassen. Das ist ja richtig hart. Warum haben die denn so einen großen Panzer? Also in erster Linie ist es ein Schutz für die inneren Organe. Okay. Also unter dem Panzer liegen die Organe. Wie sieht es denn da aus unter dem Panzer? Wenn man da jetzt drunter schauen würde, wäre als erstes ein großer Teil, bestimmt ein Drittel die Lunge. Ein Drittel? Also schon so von hier bis da, oder wie? Mindestens. Wenn nicht sogar bis da. Dafür geht sie nicht ganz bis unten. Und die kannst du dir vorstellen wie so eine durchsichtige, aufgeblasene Gemüseplastiktüte. Und da machen die ihren Sauerstoffaustausch. Boah, ich spüre den Atem von der Schildkröte. Guck mal. Da, aus den Nasenlöchern kommt's raus. Sag mal, wie atmen die eigentlich? Wie funktioniert das bei denen? Die haben, anders als wir, kein Zwerchfell, aber haben andere Muskeln, die die Lunge hin und her bewegen. Und die Vorderbeine machen da auch mit. Nee, echt jetzt? Also wir haben das Zwerchfell, einen Muskel, der unseren Atem reguliert. Und die
pressen das auch so mit den Beinen ein bisschen, oder wie? Mit den Vorderbeinen, ja. Weiter geht's bei den Elefanten. Burma und Targa sind schon in ihrem Stall. Denn Markus will jetzt den Herzschlag messen. Boah, die sind ja gigantisch. Okay, und wenn du jetzt den Herzschlag von dem Elefanten misst, dann hast du bestimmt ein riesiges Elefantenstethoskop dabei, oder? Oder wie ist das? Nein, da reicht ein ganz normales Stethoskop. Es ist egal, wie groß das Tier ist, das Stethoskop ist immer gleich. Eine Herzfrequenz von 30 ungefähr. 30 Schläge in der Minute? Ja. Bei mir schlägt das Herz ja 70 Mal pro Minute und bei Elefanten nur 30 Mal. Wieso ist denn das viel weniger? Die sind doch viel größer als wir Menschen. Das reicht denen aus, weil die haben ein ganz großes Herz. Das ist, kann so groß sein. Echt? Das kann bis 35 Kilo schwer sein. Boah. Und mit jedem Herzschlag kommt ganz viel Blut durch. Krass. Dann haben die so ein Riesenherz, was das ganze Blut durch den riesen Elefantenkörper durchpumpt. Ja. Na Leute, welches Tier hat den längsten Hals im Zoo? Na klar, die Giraffe. Damit die Giraffe das Blut rund 2 Meter hoch in den Kopf pumpen kann, muss ihr Herz richtig Power haben und auch öfter schlagen. Wenn die rennen, bis zu 170 Mal pro Minute. Haben wir Giraffenfutter dabei? Danke. Mal schauen, ob das dir schmeckt. Guck mal. Diese Zunge ist super. Also, eins ist mir mittlerweile klar. Egal ob bei den Tieren oder bei uns Menschen, alle Organe sind wirklich lebenswichtig. Aber was, wenn eins davon mal nicht mehr richtig funktioniert? Das checke ich in Ulm, zusammen mit Jakob. Denn ihm ist genau das passiert. Als er gerade mal 20 Jahre alt war, haben plötzlich seine Nieren nicht mehr richtig gearbeitet. Das musst du mir nochmal erklären. Also bei dir sind ja die Nieren ausgefallen. Wo sind die denn überhaupt im Körper? Also die liegen hinten am Rücken. Hinten. Wir haben zwei Nieren. Ja, zeig's mal, dann fühlst du so ungefähr. Die liegen hier. Ja. Ach, krass, okay. Also zwei so an der Seite. Mhm. Und die übernehmen die Funktion, das Blut zu reinigen. Okay, die spülen quasi das Blut durch und waschen dann die Giftstoffe und alles raus aus dem Blut. Mhm. Und dadurch entsteht dann eben Urin. Und mit dem Urin werden die Giftstoffe dann ausgeschieden. Also das Pipi, was wir machen, sind eigentlich Giftstoffe, die Nieren aus unserem Körper rausspülen. Ja, genau. Das hat bei Jakob nicht mehr funktioniert. Deshalb musste hier im Nierenzentrum eine Dialysemaschine die Aufgabe seiner Nieren übernehmen. Ja, also das ist die Dialysemaschine, okay, mit der ich quasi dann mein Blut gereinigt habe. Das ist ja eine Maschine und du bist ja ein Mensch. Wie wird man denn angeschlossen an so eine Maschine? Dazu habe ich am Arm eben einen Shunt, also einen Anschluss. Nicht erschrecken, ja, weil das sieht ein bisschen... Sieht einfach groß aus. Das ist im Prinzip eine Umformung von einer Ader, damit mehr Blut durchfließt. Und fühlt sich das komisch an für dich? Nein, gar nicht. Das tut auch nicht weh. Das ist nur so, wie es auf der anderen Seite im Prinzip auch ist. Du hast bestimmt auch so Adern. Die Ader, die man hier sieht, ist die gleiche, die auf der anderen Seite echt dann jetzt groß wird. Und über die eine Seite wird dann das Blut rausgezogen und geht in die Maschine rein. Wird dann in der Maschine dann gereinigt. Und das gereinigte Blut, das fließt dann über die zweite Nadel, über den zweiten Anschluss, wieder zurück zu mir. Damit die Maschine einsatzbereit ist, müssen erstmal jede Menge Schläuche befestigt werden. Und weil wir heute keinen Menschen anschließen, reinigen wir 1 Liter Fruchtsaft. Guck mal, der Saft wird hier durchgedrückt und fließt dann durch einen Filter. Gereinigt sieht der Saft dann so aus. Wie lange dauert denn das? Ja, 4 Stunden ist man dann an der Dialyse dran. 4 Stunden? Ja, mindestens. Das dauert so lange, weil die komplette Blutmenge für die Reinigung mehrmals durch das Gerät laufen muss. Ein Dialysepatient muss das in der Regel 3-mal pro Woche machen. Jakob hat dann sein Leben neu organisiert. Er hat auf Heimdialyse umgestellt. So konnte er sein Blut nachts reinigen und tagsüber studieren. Und er ist sogar in den Urlaub gefahren. Zusammen mit einem Freund hat er eine große Fahrradtour gemacht. 1-mal quer durch Deutschland. Von Ulm im Süden nach Hamburg im Norden. Auf ihrem Weg haben die beiden einfach immer wieder Dialysestopps eingeplant. Sie nannten die Reise deshalb auch Tour de Dialyse. Heute mache ich mit Jakob nur eine kleine Tour.
und kläre dabei noch meine letzte Checkerfrage. Was ist eine Organspende? Vor einem Jahr habe ich den Anruf vom Krankenhaus bekommen, dass ein Spenderorgan da ist. Warte mal, Spenderorgan bedeutet, jemand anderes spendet dir sein Organ? Genau. Entweder es geht in der Familie über Lebensspende. Das ist dann eine lebende Person, gibt einem das Organ. Okay, aber das bedeutet ja dann, dass die dann keine Niere mehr haben. Ja, also man hat ja zwei Nieren, wie wir vorhin gesehen haben. Ja, ja, ja. Und der Mensch, bei dem reicht es aus, wenn man eine Niere hat. Ich habe eine Niere jetzt gespendet bekommen. Okay, wer hat die dir gespendet? Ja, das war jetzt in meinem Fall eine Todesspende. Das heißt, es ist jemand umgekommen, der hat alle seine Organe gespendet. Wenn jemand zum Beispiel bei einem Unfall stirbt, dann können die unverletzten Organe gespendet werden. Dafür muss entweder die Familie die Erlaubnis geben oder der Spender hat selbst vor seinem Tod mit zum Beispiel so einem Ausweis der Organspende zugestimmt. Die Organe werden dann in speziellen Transportboxen, so wie der hier, zu den Menschen gebracht, die ganz dringend ein neues Organ brauchen. Und der Transport muss super schnell gehen. Entweder mit dem Auto und Blaulicht oder sogar mit dem Flugzeug oder Helikopter. Die Organe müssen innerhalb weniger Stunden im neuen Körper eingesetzt werden. Und nach der Operation funktioniert das Organ im neuen Körper einfach weiter. Und wie schnell musstest du dann im Krankenhaus sein? Ich habe in der Früh den Anruf bekommen. Und die haben am selben Tag abends dann erst operiert. Dann wird erstmal nochmal gecheckt alles, ob jetzt ich bereit bin auch mit meinem Körper, so ob es mir gut geht für die Transplantation. Weil es natürlich schon ein großer Eingriff ist. Und wenn die Niere da ist, das geht es im Prinzip los. Dann kommt man in den OP-Raum. Ich bin weg, ja, mit Narkose. Also du schläfst und kriegst es gar nicht mit, dass dir ein Organ eingesetzt wird. Genau, ja. Und dann geht es innerhalb von ein paar Minuten quasi los, dass die Niere dann auch Urin produziert, ja. Und man quasi wieder die Entgiftung hat, wie eine normale Niere hat. Dann konntest du auch wieder selbst Pipi machen. Ja, genau, richtig. Wenn du jetzt daran denkst, dein Leben vor einem Jahr und das Leben jetzt, das ist ja jetzt komplett anders, oder? Wie fühlt sich das jetzt an? Ja, klar. Das ist im Prinzip diese regelmäßige Dialyse, die fällt einfach weg. Und es ist schon ein großes, riesengroßes Geschenk. Mhm. Wow, mega cool. Ja, ja. Ey, das war richtig cool, dass du es mit mir alles geteilt hast. Vielen Dank. Ich fand's auch schön. Ja. Funktioniert das eigene Organ nicht mehr, kann ein anderer Mensch ein Organ spenden. Während einer Operation wird es im neuen Körper eingesetzt. Diese Organspende funktioniert nur bei manchen Organen, wie zum Beispiel der Niere. Gecheckt. Und jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, wie oft schlägt das Herz eines Elefanten? A. 3-mal pro Minute, B. 30-mal pro Minute oder C. 300-mal pro Minute? Na, habt ihr die Antwort gecheckt? Schaut mal. Er hat eine Herzfrequenz von 30 ungefähr. 30 Schläge in der Minute? Ja, weil die haben ein ganz großes Herz, das ist... kann so groß sein. Echt? Und mit jedem Herzschlag kommt ganz viel Blut durch. Richtig ist also Antwort B. Es schlägt etwa 30 Mal pro Minute. So Leute, das war's vom Organe-Check. Ihr macht's mal gut, bis zum nächsten Mal. Und wir fahren jetzt nach Hause, ne? Es ist kalt und mega dunkel. Ja, gut. Ciao. Jetzt nicht ohne mich. Hirn schützen und Organe, volle Power bitte. Warte! Und ziemlich schnell kapiert, wer die Welt bereist und ganz schön Mut beweist. Das ist Julian, Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der gerne schleppt und auch mal verpennt, der fast immer lacht und auch gern mal Unsinn macht. Das ist Julian, Checker Julian, Checker Julian.